das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Es geht um Tage. Schon am kommenden Freitag will Präsident Donald Trump ernst machen und Zölle erheben auf Stahl und Aluminium. Mit unabsehbaren Folgen, die die neue deutsche Regierung noch zu verhindern sucht. Und so wurde der Antrittsbesuch des deutschen Wirtschaftsministers heute in Washington zu einem Rettungsversuch auf den letzten Metern. Und wenn man Peter Altmaier Glauben schenken kann, dann gleicht die Strecke bis zu einer Lösung des Konfliktes allerdings eher einem Marathonlauf. Darauf verweisen seine diplomatisch gewählten Worte am Abend in Washington. Wir haben unsere Auffassungen ausgetauscht. Das war ein sehr offener Dialog. Aber ich kann an dieser Stelle sagen, dass ich überzeugt bin, dass sowohl die amerikanischen Partner wie auch Cecilia Malmström und die Europäische Union nichts unversucht lassen werden, um den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten und um eine Eskalation zu verhindern. Peter Altmaier heute Abend nach den Gesprächen mit seinem Kollegen Wilbur Ross. Wie viel Psychologie in den Worten des ja eigentlich immer zuversichtlich klingenden Peter Altmaier liegt, das werden wir gleich noch herauszubekommen versuchen. Dass er aber ernsthaften Grund zur Sorge haben darf, das hat meine Kollegin Nina Osterseelte erfahren, denn sie hat sich vor allem in der deutschen Industrie umgehört. Noch läuft die Produktion rund. Aluminium für die Automobilbranche, Verpackung und die Bauindustrie. 440.000 Tonnen Aluminium produziert Hydro in Grevenbruch jedes Jahr. Noch. Denn wenn die USA ab Freitag Schutzzölle auf Aluminium und Stahl erheben, sind die Auswirkungen auf das Werk in Nordrhein-Westfalen ungewiss. Als global agierendes Unternehmen stehen wir natürlich für fairen und freien internationalen Handel. Und deshalb bedauern wir die Entscheidung des US-Präsidenten, Strafzölle auf Aluminiumimporte zu verhängen. Aus der Stahlindustrie kommt ein ähnliches Echo. Denn nach anderen europäischen Ländern sind die Vereinigten Staaten der zweitwichtigste Absatzmarkt für den deutschen Stahl. Knapp 1 Million Tonnen jährlich werden dorthin exportiert. Die angekündigten Schutzzölle verunsichern nicht nur die deutschen Stahlkocher, sondern die gesamte Branche in Europa. Wir sprechen von 20.000 bis zu 20.000 Arbeitsplätzen in der europäischen Stahlindustrie und bis zu 140.000 Arbeitsplätzen in anderen Sektoren in Europa. Allerdings ist auch so, dass die Amerikaner selbst betroffen sein werden. Studien zufolge riskiert die amerikanische Wirtschaft bis zu 150.000 Arbeitsplatzverluste. Die USA importieren knapp 36 Millionen Tonnen jährlich für die heimische Industrie. Kanada, Brasilien und Südkorea liefern am meisten zu, gefolgt von Mexiko, Deutschland und China. Die direkten Nachbarländer Kanada und Mexiko werden von den Zöllen allerdings verschont. Die USA hoffen mit den Zöllen, die eigene Stahlindustrie anzukurbeln. Das hatten in der Vergangenheit auch schon Reagan und Bush Jr. versucht, allerdings ohne Erfolg. Eine große Volkswirtschaft wie die USA, die sich zudem dann noch abschottet durch Zölle, verliert den Anschluss an die internationalen Standards und damit auch an Wettbewerbsfähigkeit. Das kann man in den USA in vielen Beispielen, Stichwort Waschmaschine, beobachten. Und insofern ist das keine gute Idee für die USA. Unbeeindruckt von internationaler Kritik beharrt der amerikanische Präsident auf seiner Konjunkturmaßnahme. Bei Hydro in Grevenbruch hofft man auf eine schnelle Einigung im aktuellen Handelsstreit mit den USA. Bis der beigelegt ist, will man sich auf andere Abnehmer konzentrieren. Unser Kernmarkt ist Europa. Gemessen am Gesamtvolumen, das wir hier jährlich produzieren, ist der Anteil, der in die USA geht, relativ gering. In Grevenbruch gibt es Hoffnung. Hoffnung auf eine Rückkehr zu entspannten Handelsbeziehungen. Jetzt müsse die Politik dafür sorgen, dass es bald wieder rund läuft. Tja, um den deutschen Unternehmen die Sorge zu nehmen und die angedrohten Zölle doch noch abzuwenden, legt sich heute Abend Wirtschaftsminister Peter Altmaier in Washington ins Zeug. Stefan Niemann hat die Pressekonferenz mit Peter Altmaier in Washington verfolgt. Stefan, wie stehen die Chancen, dass der deutsche Wirtschaftsminister die Regierung Trump doch noch auf den letzten Metern umstimmen kann? Ja, ob er das im Alleingang geschafft hat, ist wirklich fraglich. Das Wort Optimismus wollte Peter Altmaier hier nicht benutzen, ausdrücklich nicht auf unsere Reporterfragen. Er wäre ja nicht hierher geeilt, so kurzfristig, wenn man in Berlin nicht den Eindruck hätte, die Lage ist ernst und die Zeit wird verdammt knapp. Freitag sollen die von Trump angekündigten Importzölle ja schon in Kraft treten.
Aber Peter Altmaier hat zumindest den Eindruck, dass er seinen Gegenpol, also seinen Amtskollegen Wilbur Ross, auf einer persönlichen Ebene erreicht hat. Nachhilfeunterricht in Sachen Stahlproduktion brauchte er nicht. Ross war früher Investor und Unternehmer und kennt die Stahlbranche. Peter Altmaier hat ihn darauf aufmerksam gemacht, am Beispiel der Dillinger Hütte, die ja bei ihm im Saarland im Wahlkreis liegt, dass es nicht die Deutschen sind, die die Überproduktion von Stahl mit Dumpingpreisen in den Markt drücken. Also hat sozusagen nochmal appelliert, dass es vielleicht eher andere sind, die man mit Zöllen bestrafen müsste und nicht die Deutschen. Ob das gefruchtet hat, wissen wir nicht. Immerhin, er hat Wilbur Ross beschrieben als konstruktiven Gesprächspartner und ideologiefrei. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass man nicht weiß, ob am Ende Ross entscheidet oder eben Donald Trump. Mhm. Trump würde ja am liebsten Deals mit einzelnen Nationalstaaten schließen, sagt er immer. Hat Peter Altmaier den Amerikanern klargemacht, dass sie es nicht mit einzelnen Ländern, sondern mit der gesamten EU zu tun haben? Hat er wiederholt und ganz, ganz deutlich. Er hat klar gemacht, die EU lässt sich nicht auseinanderdivinieren. Wenn man Verhandlungen führen wolle, dann müsste man das mit Cecilia Malmström machen, also der Handelskommissarin. Also insofern hat er sich hier als mustergültiger Europäer gezeigt. Aber er hat eben klar gemacht, dass es die deutschen Stahlhersteller hart treffen würde, wenn diese Zölle auf Stahl und Aluminium tatsächlich verhängt werden. Und er hat klar gemacht, dass die Deutschen der Auffassung sind, dass sie da zu Unrecht bestraft würden, weil sie sich eben an die Richtlinien für fairen Handel halten. Also insofern hat Peter Altmaier hier nochmal alles versucht, den Handelsminister der USA umzustimmen. Ob es klappt, werden wir vermutlich am Freitag wissen. Mhm. Danke, Stefan Niemann. Ja, der Wirtschaftsminister in Washington, die Kanzlerin in Warschau. Noch so ein Bündnispartner, der unberechenbarer geworden ist. Und trotzdem, oder gerade deshalb, reiste Angela Merkel heute nach ihrem Antrittsbesuch in Paris nach Polen. Dorthin, wo eine antideutsche Stimmung immer wieder gezielt geschürt wird. Wie hier bei einer Demonstration in Breslau auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, aber auch in vielen Fällen von der rechtskonservativen Regierung. Sie ist im Aufwind, seitdem sich Polen immer mehr abschottet von der EU. Doch das ist nur die eine Wahrheit. Zu der anderen gehört, dass auch die liebsten Feinde einander brauchen. Deutschland ist Polens wichtigster Handelspartner. Über deutsch-polnische Beziehungen Olaf Bock. Ein fast normaler Tag in Warschau, doch heute kommt die Bundeskanzlerin zum Antrittsbesuch. Ich finde es gut, dass sie unser Land gleich als eines der ersten besucht. Die deutsch-polnischen Beziehungen sind nicht dramatisch, aber sie haben sich verschlechtert im Vergleich zu früher. Es gibt also einiges zu tun für die Kanzlerin. Die Beziehungen zu Polen sind tatsächlich schwieriger geworden, seitdem die rechtskonservative PiS regiert. Mit militärischen Ehren wurde Merkel heute in Warschau begrüßt und es gab auch gleich viele freundliche Worte über die Deutschen, die immer noch Polens wichtigster Import- und Exportpartner sind. Wir haben zusammen mit der Bundeskanzlerin unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit hoch bewertet. Sie ist nahezu beispielhaft. Der Umsatz hat die 100 Milliarden Euro überschritten. Polen wünscht sich gleichberechtigte Partnerschaft, wenn es um den EU-Haushalt oder die Folgen des Brexit geht. Und Merkel ergänzt: Mir liegt die Zukunft Europas sehr am Herzen. Und zwar eines Europas der 27 Mitgliedstaaten und nicht nur eines Europas der Eurozone oder einer anderen Gruppe. Dass Polen sich dabei bisher der Aufnahme von Flüchtlingen, zum Beispiel aus Syrien, verweigert, macht es aus deutscher Sicht nicht leichter. Die Polen wehren sich auch dagegen, weil sie seit Ausbruch der Ukraine-Krise schon etwa 1,5 Millionen Ukrainer im Land haben, die vor wirtschaftlicher Not flohen. Und dann ist da noch die umstrittene Justizreform. Schon bis morgen soll sich Polen zu der Kritik aus Brüssel äußern. Wie die EU sich dazu verhalten könnte, lässt die Kanzlerin offen. Ich hoffe, das habe ich ja eben gesagt, dass die Frage Artikel 7-Verfahren zwischen der Kommission und Polen geregelt werden kann. Und die Gespräche laufen jetzt ja. Und deshalb brauchen wir hier überhaupt keine Spekulationen. Polen möchte seinen eigenen Kurs fahren. Die dabei anhaltenden nationalen Töne der PiS-Regierung haben schon einen Nebeneffekt. Bei Umfragen sinken die Sympathiewerte von Menschen anderer Nationen. Die Deutschen finden jetzt nur noch 30% sympathisch, 16 Prozentpunkte weniger als noch vor 2 Jahren. Mit Männern wie ihm hat sich Polen immer mehr verändert. Jarosław Kaczyński, den Chef der stramm nationalen Regierungspartei PiS, hat ein Künstler übergroß gemalt im Gewand des Julius Caesar, jenes Feldherrn, der die Römische Republik einst durch eine Diktatur ersetzte.
Soweit ist es nicht gekommen. Polen ist per Verfassung immer noch eine Demokratie, eine, in der allerdings manche Freiheiten, die die Polen einst erkämpften, mehr und mehr der staatlichen Kontrolle weichen müssen. Das ist der Preis, der nach EU-Maßstäben zu hoch ist, den zu zahlen aber viele Polen offenbar bereit sind. Unser Korrespondent wollte wissen, warum die PiS-Partei bei so vielen Menschen punktet. Familienzeit ist Paweł Kosak wichtig. Der 34-jährige Softwareprogrammierer hat mit seiner Frau Magda gerade sein drittes Kind bekommen. 9 Monate ist Helena jetzt jung. Politisch steht Paweł fest an der Seite der PiS, auch wegen der Sozialpolitik. 500 Zloty ab dem zweiten Kind, das findet er prima. Die Menschen fühlen sich sicherer und wollen mehr als 2 oder 3 Kinder haben. Das Programm 500 Plus hat bewirkt, dass sich alles um die Kinder dreht. Familienpolitik ist ein Pfeiler des Erfolgs, auch wenn nicht klar ist, wie das langfristig finanziert werden soll. Streit mit Europa über Reformen in Polen, für Paweł ein Zeichen des neuen polnischen Selbstbewusstseins. Der Welt wird nun klar, dass die Polen gar nicht so kompromissbereite Menschen sind, sondern dass sie ihre eigenen Meinungen und Ansichten haben. Wir werden uns an die Welt anpassen müssen, aber die Welt wird sich auch an uns anpassen müssen. Der Soziologe Maciej Gdula untersucht das Phänomen PiS, trotz internationalem Ärger gute Umfragewerte. Er sucht die Gründe dafür. Die Wähler haben sich damals gegen die etablierten Politiker entschieden und jetzt verspricht die Regierungspartei Volksnähe. Einer der wichtigsten Gründe für die Unterstützung der PiS ist der Anti-Elitarismus. Es ist etwas, das auch mit Jarosław Kaczynski zu tun hat. Der verspricht, mit den Eliten abzurechnen und die Menschen wollen das. Auch die Ablehnung der Aufnahme von Flüchtlingen spielt eine Rolle bei der Parteienzustimmung. Paweł meint, die etwa 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine, die jetzt in Polen leben und arbeiten, seien auch eine Form der Flüchtlingshilfe. Ich habe bei mir Menschen aus dem Donbass in der Ukraine beschäftigt. Für mich waren das Flüchtlinge. Ich hätte auch nichts dagegen, einen muslimischen Flüchtling aus Syrien oder Afghanistan als Nachbarn zu haben, aber ich muss die Tatsache akzeptieren, dass die meisten Polen dagegen sind. Die Oppositionsparteien haben gerade einen eher schweren Stand. Das liegt auch an ihrer Zerstrittenheit, meint die Politologin Ewa Pleczek-Dzieniewicz. Die PiS dagegen zeigt Stärke. Klar, sie machen auch was falsch, aber im Prinzip ist die PiS doch konsequent und sie bieten Soziales, die Aufrechterhaltung des romantischen Mythos über die Größe und den Stolz der polnischen Nation. Das mögen die Polen. So geht es auch Paweł Kosak, dem PiS-Wähler. Sein nächstes Kreuz will er wieder bei dieser Partei machen. Tja, was vielen Polen Sicherheit gibt, macht der EU zuweilen starke Bauchschmerzen. Wie sollte Europa, wie sollte Deutschland mit Polen umgehen? Ein Kommentar von Ellen Inni vom Westdeutschen Rundfunk. Was ist nur mit Polen los? So fremd waren uns unsere Nachbarn im Osten schon lange nicht mehr. Vieles, was sich in dem Land zurzeit abspielt, erschüttert mich. Mit der Justizreform wird die Gewaltenteilung abgeschafft. Polen weigert sich, Flüchtlinge aufzunehmen, obwohl es als größter Nettoempfänger von der europäischen Solidarität profitiert. Das Thema Kriegsreparationen wird wieder aufgewärmt, um antideutsche Ressentiments zu schüren. Die Liste ließe sich fortsetzen. All dies geht auf das Konto der regierenden PiS-Partei. Sie lässt Polens Nationalstolz wieder aufleben, tritt aggressiv nach außen und autoritär nach innen auf. Jetzt könnte man sagen, mit so einem Land wollen wir in Europa nichts zu tun haben. Aber so einfach dürfen wir es uns nicht machen. Polen ist tief gespalten. Der Riss geht durch Familien, Institutionen, Medien. Jeder ist entweder für die Regierung oder dagegen. Dazwischen gibt es nichts. Die einen sind finanziell zufrieden und stolz auf ihr erstarktes Land. Die anderen sehen Polen auf dem Weg in einen autoritären Staat, der sich von Europa abwendet. Ja, Warschau tritt den Rechtsstaat mit Füßen und die EU muss darauf reagieren. Mit Kritik, mit Sanktionen bis hin zu empfindlichen Geldstrafen. Doch gleichzeitig müssen wir mit dem Land im Gespräch bleiben. Streit mit Deutschland schürt bei vielen Polen historische Ängste und nutzt wieder der PiS-Partei. Zudem befürchtet Polen, in Europa abgehängt zu werden, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam voranschreiten. Diese Ängste müssen ernst genommen werden. Diese Vermittlung zwischen Ost und West ist dringend nötig, um die Europäische Union zusammenzuhalten. Und Deutschland kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Ellen Inni kommentierte: Russland hat einen neuen, alten Präsidenten. Wladimir Putin geht in seine 4. Amtszeit. Nachricht mit Jens Rieber.
Bei der Präsidentenwahl in Russland hat Amtsinhaber Putin mit knapp 77% der Stimmen ein Rekordergebnis erzielt. Gegenüber dem Westen schlug er heute gemäßigte Töne an. Moskau setze auf konstruktive Gespräche mit internationalen Partnern. Er werde alles tun, um Konflikte zu lösen und ein Wettrüsten zu verhindern, so Putin. Kritik an der Präsidentenwahl kam von internationalen Wahlbeobachtern. Die Geste sollte versöhnlich wirken. Der alte und neue Hausherr im Kreml lud seine deklassierten Gegenkandidaten ein. Wahlperioden seien von starken Emotionen geprägt, so Putin, aber wichtig ist, dass wir unsere Kräfte für eine zukünftige konstruktive Arbeit im Interesse des Landes vereinen können. Die Beobachter der OSZE kritisierten heute in Moskau, man habe eine Wahl ohne wirkliche Konkurrenz beobachtet, das aber sei dann keine echte Wahl. Beschränkungen der grundlegenden Versammlungs- und Redefreiheit führten zu einem Mangel an echtem Wettbewerb. Zwar konnten die Kandidaten im Allgemeinen frei ihre Kampagnen führen, doch die ausufernde und unkritische Berichterstattung über den Amtsinhaber in den meisten Medien führte zu ungleichen Chancen. Nach der Siegesfeier gestern zurück im Kreml sprach Putin heute von einem konstruktiven Dialog mit dem Ausland und reduzierten Militärausgaben. Ob das einen wahren Kurswechsel bedeutet, wurde allerdings heute in Europa bezweifelt. Mit Kritik haben Länder der Europäischen Union auf den Wahlsieg Putins reagiert. Bundesaußenminister Maas sagte, von einem fairen politischen Wettbewerb könne nicht in allen Punkten die Rede sein. Gleichzeitig müsse man mit Putin im Gespräch bleiben, so Maas vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Thema dort war auch der Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal. Die Minister bekräftigten ihre uneingeschränkte Solidarität mit Großbritannien. Moskau müsse unverzüglich alle Fragen zu dem Fall beantworten. Zur Börse. Der DAX ging mit einem deutlichen Minus aus dem Handel bei 12.217 Punkten. Auch der Dow Jones gab nach und lag am Abend bei 24.611 Punkten. Auf dem Parkett war auch die Präsidentenwahl in Russland ein Thema. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Trotz Sanktionen sind Deutschland und Russland wirtschaftlich eng miteinander verbunden. Russland verkauft vor allen Dingen Rohstoffe wie Öl und Gas. Deutsche Unternehmen liefern Maschinen, Fahrzeuge und Teile. 2017 sind die deutschen Exporte um 20% auf mehr als 25,9 Milliarden Euro gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit 6 Jahren. So haben die großen Autohersteller Daimler, BMW und VW in neue Werke oder deren Ausbau investiert. Auch viele mittelständische Unternehmen tun das. So kommt etwa 1 Milliarde Euro als Investitionssumme in Russland zusammen. Beide Länder, Deutschland und Russland, haben eigentlich ein starkes Interesse daran, wieder mehr Handel miteinander zu treiben. Die politischen Hemmnisse aber sind hoch. Die deutsche Wirtschaft wünscht sich einen Abbau der Sanktionen, um den Handel ausbauen zu können. Und mehr Rechtssicherheit in Russland für Investitionen. Ein Bild von Klassik. Goethe und Schiller leuchten vor dem Deutschen Nationaltheater in Weimar. Literatur als Symbol der Einigkeit. Doch Goethe hätte gesagt, wo viel Licht ist, ist starker Schatten. Denn für viele im Westen des Landes der Dichter und Denker ist der Osten außer Kunst und Kultur relativ glanzlos und uninteressant geblieben. Das beklagt man dort und spricht immer noch von einem gespaltenen Land. Gerade beschwerte sich die CDU im Osten, dass keiner der ihren als Minister im neuen Kabinett sitze und nimmt nun die Sache selbst in die Hand. Mit einer besonderen Allianz und mit Hilfe des neuen Ostbeauftragten versucht man sich bundesweit Gehör und Geltung zu verschaffen. Julia Kritjan und Claudia Reiser. Christian Hirte war 13, als die Mauer fiel. Kurz hinter dem Bauernhof seiner Großeltern in Thüringen verlief die Grenze. Er sei ein Kind der DDR, aber eben nicht nur, betont der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung. Sein erstes Ziel, mehr Selbstbewusstsein. Seine Vorgänger hätten zu oft nur Defizite aufgezeigt. Hirte aber will kein Jammer-Ossi sein. Wir hatten ja in der Vergangenheit häufig Debatten, dass der Osten ein großes Problem mit Rechtsextremismus hat. Da ist was dran. Aber ich glaube, wir haben eben auch allen Grund, selbstbewusst auf unsere eigene Geschichte, Tradition und Kultur zurückzuschauen. Wir in den neuen Bundesländern haben erfolgreich mit einer friedlichen Revolution uns die Demokratie erkämpft. Wir haben die viel spannendere Geschichte als die Mitbürger aus den alten Bundesländern.
Ortstermin Mühlhausen. Die Kreishandwerkerschaft feiert ihren Azubi-Jahrgang. Thüringen hat sich gut entwickelt. Die Arbeitslosigkeit lag zuletzt bei 6,2%. Trotzdem gehen immer noch viele Junge in den Westen, wo sie mehr verdienen. Da ist Mario Klipstein froh, dass sein Sohn in der Region bleibt und als frisch gebackener Geselle in den Familienbetrieb einsteigt. Das wäre natürlich auch, ja, ein Hauptanliegen, dass man im Osten natürlich damit auch irgendwo einen vernünftigen Lohn hat, das Handwerk vernünftig bezahlen kann und am Ende eben entsprechend die Leute, die im Handwerk arbeiten, auch gerne in das Handwerk gehen, was ja im Moment nicht so der Fall ist. Im Moment kriegt man ja ganz schwierig Leute. Löhne, Renten, Wirtschaftsleistung. Deutschland sei in vielerlei Hinsicht immer noch gespalten, heißt es aus den ostdeutschen Bundesländern. Und so will die Ost-CDU insgesamt lauter auftreten. Die Menschen können nicht mehr dauerhaft warten auf die Angleichung der Lebensverhältnisse. Hier muss die Geschwindigkeit erhöht werden. Und bei jedem Gesetzgebungsverfahren kommt es darauf an, die besondere Relevanz eines Gesetzes für den Osten auch zu prüfen, gegenzulesen, in den Ausschüssen auf Korrektur gegebenenfalls hinzuarbeiten und damit also auch die Mehrheit in der Koalition zu sichern. Ohne ostdeutsche Abgeordnete steht die Koalitionsmehrheit nicht. Und das sollte man durchaus selbstbewusst zum Tragen bringen. Die Ost-CDU will in dieser Legislatur demonstrieren, auch ohne starken Minister ist sie ein Machtfaktor. Christian Hirte setzt auf erste Erfolge bei Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen. Die müssten künftig viel öfter in die neuen Länder gehen. Seit einem Jahr ist Bundespräsident Steinmeier nun im Amt. In Rheinland-Pfalz hat er heute den letzten Antrittsbesuch auf seiner Deutschlandreise durch alle 16 Bundesländer begonnen. Noch einmal Ihren Zieber. Bei einer Rede im Mainzer Landtag hat Bundespräsident Steinmeier mehr Engagement für die Demokratie gefordert. Vom Spitzenpolitiker über den Landrat bis zum Bürger seien alle gefragt. Mangelndes Interesse für politische Prozesse sei eine Gefahr für die demokratische Grundordnung, so Steinmeier. Am Vormittag hatte der Bundespräsident das Hambacher Schloss besucht, das aufgrund des Hambacher Festes als Wiege der Demokratie in Deutschland gilt. Im Kampf gegen den fortschreitenden Drogenmissbrauch in den USA hat Präsident Trump eine härtere Gangart angekündigt. Bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New Hampshire beklagte Trump die seiner Meinung nach zu kurzen Haftstrafen für Drogendealer. Dabei zog er auch die Todesstrafe als Möglichkeit in Betracht. Die USA haben seit Jahren ein Problem mit dem massenhaften Missbrauch von Schmerz- und Betäubungsmitteln. Bei ihren Brexit-Verhandlungen haben sich die EU und Großbritannien auf eine Übergangsphase bis Ende 2020 verständigt. Demnach behält das Vereinigte Königreich nach seinem Austritt aus der Europäischen Union im März 2019 noch für 21 Monate Zugang zum EU-Binnenmarkt und bleibt Teil der Zollunion. Bei Entscheidungen hat Großbritannien dann allerdings kein Mitspracherecht mehr. In den USA ist beim Unfall eines selbstfahrenden Autos des Fahrdienstvermittlers Uber ein Mensch ums Leben gekommen. Die Frau hatte die Fahrbahn offenbar außerhalb eines Fußgängerübergangs überquert und war von dem Fahrzeug erfasst worden. Uber setzte die Erprobung selbstfahrender Autos daraufhin aus. Im Zusammenhang mit der Technologie gibt es immer wieder Diskussionen, wer im Fall von Unfällen verantwortlich ist. Die Krankenkasse AOK fordert eine stärkere Spezialisierung von Kliniken. Dadurch sollten die Behandlungsqualität und die Überlebenschancen der Patienten verbessert werden, heißt es im heute vorgestellten Krankenhausreport. Je häufiger Kliniken einen bestimmten Eingriff vornehmen, desto mehr sinke das Risiko für Behandlungsfehler. Deswegen sei es wichtig, dass die Angebote in größeren Einrichtungen gebündelt würden. Diese Frau hatte allen Grund, diabolisch dreinzuschauen, damals bei den Olympischen Spielen 1994 in Norwegen. Tonja Harding wurde Eishexe genannt. Nicht nur, weil sie im ewigen Duell mit ihrer Rivalin Nancy Kerrigan stets ein wenig grob und laut daherkam, sondern weil sie eingeweiht war in den teuflischen Plan, ihre Gegnerin mit einer Eisenstange zu verletzen und sie so im Wettkampf zu schlagen. Harding wurde zwar vor den Spielen US-Meisterin, versagte aber in Lillehammer kläglich. Das Drama auf dem Eis kommt am Donnerstag in die Kinos. Klaus Lesche über I, Tonya.
Ich war die beste Eiskunstläuferin der Welt für eine gewisse Zeit. Für eine sehr kurze. Doch selbst diejenigen, die den doppelten Lutz für ein Zwillingspärchen halten, erinnern sich noch an Tonja Harding. Das liegt weniger an ihren Sprüngen. Es hat mit dem Eisenstangenattentat auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan zu tun. 24 Jahre ist das her. Den Täter hatte Hardings Ex-Ehemann bezahlt. War sie eingeweiht? Die Indizien sprechen dafür, obwohl es Harding lange geleugnet hat. Why does someone want to discredit me? Warum hängt mir das jemand an? Ich habe so hart gearbeitet. Wenn jemand Nancy auf dem Eis schlagen will, dann ich. Harding und Kerrigan, an diesem Zweikampf mästen sich schon früh die Medien. Das struppige Arbeiterkind gegen das strahlende American Girl, die Eishexe gegen die Eisprinzessin. Auch I, Tonya spielt mit diesen Klischees, verstärkt sie oder dreht sie um. Harding ist hier Täterin und Opfer. Sie steckt ein und teilt aus, etwa dann, wenn Jurys sie wieder mal unfair bewerten. Ich war um Längen besser als die. Die Jury beurteilt auch die Präsentation. Wissen Sie was? Wenn Sie mir $5,000 für ein Kostüm geben würden, müsste ich mir nicht selbst eins schneidern. Schon als Kind wird sie von der Mutter angetrieben, steht die an der Bande, fällt die Temperatur selbst im Eisstadion noch mal um ein paar Grad. Nennst du das Schlittschuhlaufen, verdammte Scheiße? Würdest du nicht vor den Kindern fluchen, Lavona? Ich hab nicht geflucht, du Fotze. Ständig fügt ihr diese Frau Verletzungen zu, physisch wie psychisch. Ein Muttermonster, dem aber die besten Auftritte in I, Tonya gehören. Ich meine, als ich Kind war, hast du mich da je geliebt? Nein, ich habe einen Star aus dir gemacht. Obwohl ich wusste, dass du mich dafür hassen würdest. So ein Opfer bringt nur eine Mutter. Ich wünschte, ich hätte eine Mutter gehabt wie mich und nicht eine nette. Nett nützt dir einen Scheiß. Sätze scharf wie Schlittschuhkufen. Sport ist Hardings einzige Hoffnung, doch das Attentat ruiniert ihre Karriere. Nach Strafe und Sperre schlägt sie sich als Boxerin durch. Diese rasante realsatirische Collage weckt Mitgefühl mit einer getriebenen Frau, die viele dunkle Seiten hat. Das ist fast so schwierig wie Hardings dreifacher Lutz und es wirkt ähnlich spektakulär, wenn es gelingt. Und damit noch schnell zum Wetter und zu Carsten Schwanke, der hoffentlich etwas von Frühlingssprüngen erzählen kann oder wenigstens von Hopsern. Die Hopser erleben wir zurzeit schon. Wenn man sich überlegt, heute Morgen gab es im Erzgebirge minus 20 Grad, tagsüber dann in der norddeutschen Tiefebene mit der Märzsonne immerhin schon 5 bis 6 Grad plus. Und genau diese Sprünge, die werden wir auch in den nächsten Tagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag erleben. Und jeweils werden wir uns aus sehr kalten Nächten dann zumindest in den positiven Temperaturbereich nach oben arbeiten. Aber die richtige, die wirkliche Vorfrühlingsluft, die kommt dann am Wochenende. Dann bekommen wir in Deutschland Temperaturen von mehr als 12 Grad und nur noch vereinzelt nächtliche Frostwerte. Ein winterliches Thema beschäftigt uns auch ganz aktuell jetzt in dieser Nacht, denn eine kleine Kaltfront erreicht gerade in diesen Minuten den Norden Deutschlands. Hier fällt etwas Schnee, unmittelbar an der Nordseeküste kann das auch mit Regen vermischt sein, aber landeinwärts ist es leichter Schneefall. Hier kann es also erneut glatt werden in dieser Nacht. Ansonsten ist es klar und vor allem in der Mitte Deutschlands, dort wo es klar ist, dort wo Schnee liegt. Und wenn dann noch sehr windschwache Verhältnisse dazukommen, wird es sehr kalt. Minus 10, minus 11 bis minus 17 Grad. Und ich möchte nicht ausschließen, dass wir auch in der kommenden Nacht wieder in einigen Tälern der Mittelgebirge auf die minus 20 Grad zusteuern. Ansonsten auch überall frostig. Dafür morgen Vormittag haben wir weiter dieses eher leichte Schneefallgebiet. Es zieht sich von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland bis hinüber nach Berlin und Brandenburg. Nördlich davon reißen die Wolken schnell wieder auf. Es wird sonnig, aber auch im Süden beginnt der Tag noch oft recht freundlich. Am Nachmittag rutscht dieses Schneefallgebiet dann auch Richtung Baden-Württemberg und Bayern und Erzgebirge voran. Dann wird es im gesamten Nordwesten schon wieder viel Sonnenschein geben. Mit Sonnenschein steigen die Temperaturen morgen noch höher an als heute und erreichen 7 bis 9 Grad. Dort, wo es schneit, sind es maximal 0 bis minus 3 Grad. Der Wind weht dazu morgen recht frisch aus nördlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Übermorgen, am Mittwoch, erneut viel Sonnenschein im Norden, einige Wolken mit etwas Schnee oder Regen. Der große Wetterumschwung beginnt im Grunde genommen am Donnerstag. Dann erreicht uns ein Tiefdruckgebiet von der Nordsee. Es bringt anfangs verbreitet Schnee, später zumindest im Nordwesten wird das Ganze Regen. Dann steigen die Temperaturen und zum Schluss noch kurz einmal der klassische, der gewohnte 15-Tage-Trend am Beispiel von Stuttgart. Hier sehen wir es, am Wochenende geht es rauf auf 10 Grad und mehr. Das ist ein ziemlich großer Sprung, wie ich finde. Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und wir verabschieden uns. Hier geht es jetzt weiter mit der Story im Ersten über Niedergang und Zukunft der deutschen Schifffahrt. Das Nachtmagazin mit Thorsten Schröder meldet sich heute um 0:15 Uhr. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.